Hallo meine Genossen und Genossinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So viel kann ich euch schon verraten, es wird heute extrem peinlich und fremdschamerregend. Heute geht es um das berühmt-berüchtigte Besuchsvideo von Rebel47TV bei Li Feng. Ich werde auch auf das Video im Rahmen meiner Kritik auch darauf reagieren. Also was ist vorgefallen? Rebel47 hat sich, glaube ich, vor circa 6 Monaten auf den langen Weg gemacht von Duisburg nach Schwäbisch Gmünd. Das sind über 450 Kilometer und auch eine Fahrzeit über 4,5 Stunden. Und das nur, um einmal bei den Elternhaus von Timo Li Feng zu klingeln, wo auch Timo seine Wohnung hat, und dann noch, um diese peinliche Veranstaltung noch zu filmen. Außerdem hat er noch einen Asiaten besucht, wo Timo offenbar öfters ist. Ach ja, selbst gefahren ist Rebel natürlich auch nicht, weil der Typ gar keinen Führerschein hat. Keine Ahnung, weswegen Rebel47 keinen Führerschein hat. Kann ja sein, dass es da Erkrankungen gibt, wieso Rebel keinen Führerschein machen kann, aber Timo Li Feng hat einen Autoführerschein. Wie sagt man so schön, unter den Blinden ist der Einäugige der König. Ach ja, und außerdem hat Rebel natürlich noch Li Fengs Vater gefilmt, mit dem der Vater aber sichtlich nicht einverstanden war, und schon gar nicht, dass Rebel das Videomaterial auch noch veröffentlicht. Ich habe deswegen das Gesicht des Vaters unkenntlich gemacht, der kann ja auch nichts dafür, was Rebel47 für ein Scheiß im Internet abzieht. Das Video hat Rebel, glaube ich, zu wissen, dass er es als Instagram-Story hochgeladen hat, das ist aber wirklich unerheblich, wo Rebel den Mist hochgeladen hat. Aber okay, schauen wir uns einfach mal Rebels extrem peinliches Video an. So, meine lieben Freunde. Das fängt schon mal sehr unangenehm an. Ich weiß nicht, würdet ihr einfach so auf eine Einfahrt laufen? Außerdem ist das ja auch eine Straftat, verdeckte Video- oder Audioaufnahmen zu erstellen. Unabhängig, was Rebel hiermit bezwecken wollte, er hat gleich mal in Kauf genommen, eine Straftat zu begehen. Das ganze Video ist meiner Meinung nach auf einem ähnlichen Niveau und ähnlich unangenehm wie damals manche Schanzenbesuche. Und so wirkt das auf mich auch. Wieso ein Halbstarker, der die Drachenschanze besucht hat und sich für den Größten hält? Was wollt ihr da hin? Bitte? Was wollt ihr hier? Ich wollte zum Timo. Schämt sich dieser Rebel47 auch nicht für sein komplett asoziales Verhalten? Ich bekomme gleich mit Timos Vater Mitleid, der hat doch mit Timo eh schon ein schweres Los gezogen, der braucht keine Halbstarken, die ihn zu Hause belästigen, aber ich glaube auch Rebel hat einfach keinen Anstand. Der ist nicht hier und verlasse sofort mein Grund und rufe Polizei. Sie okay. Hinten auch gar nichts zum Suchen. Einfach mal aufzunehmen, wie man an der Türe steht, ist doch auch komplett widerlich. Genau wegen solchen Leuten halte ich mich aus dem Li Feng im raus. Ich habe keinen Bock, dass noch mehr Trottel den Weg auf meinem Kanal finden. Die sollen in dieser widerlichen Bubble bleiben. Die braucht kein Mensch. Timo hat mich eingeladen. Geht's noch unangenehmer? Man merkt doch, dass der Vater keinen Bock hat. Der ist nicht hier und fertig. Okay. Verschwindet sie, sonst rufe ich sofort Polizei und vor allem mit der Kamera rumzuspringen. Wo gibt's denn sowas? Ich filme nur mich selber. Also vorhin hatte Rebel auch noch für ein paar Sekunden den Vater drauf. Ich hoffe, Timos Vater hat Rebel wenigstens angezeigt. Ich meine, selbst wenn Rebel nur heimlich den Ton aufgenommen hätte, wäre das dann trotzdem noch sehr justiziabel. Lilo, ne? Lilo, halt, ruf Polizei an, komm. Oh Gott, Alter. Ah, no, ja, hier, na, ey, wenn ihr Sohn große Fresse im Internet hat, muss ja die Eier haben, dazu zu stehen. Rebel hat doch auch nur eine große Fresse im Internet. Rebel wäre sicher nicht zu jemandem gefahren, der ihm körperlich überlegen wäre. Bei jemandem, der ihm überlegen wäre, hätte sich Rebel auch komplett eingeschissen. Wenn er sich da auch so verhalten hätte. Ja, weiß ich. Ich bin nicht Ihr Sohn und der ist nicht da. Wenn Sie nicht verschwinden, rufe Polizei. Ich verschwinde, kein Problem. Ja, aber wenn die Neuen dahinter sehen. Ich weiß, ist kein Problem, aber wenn Ihr Sohn nicht die Eier hat, dann
Ist es so? Ja, komm, Rebel, zeig, dass du Eier hast und verhalte dich mal genauso so, wenn du Markus Rühl besuchst. Leute! Leute, Tivoli Funk hat nicht die Eier, mich mit mir zu stellen. Wenn einem so ein Trottel besuchen würde, ist es doch auch wirklich das Vernünftigste, wenn man nicht herausgeht, besonders wenn diese Sache so einen Drohcharakter hat. Jeder vernünftige Mensch, der würde das genauso machen, das kann doch nur ins Auge gehen, wenn man rausgeht. Aber Rebel 47 hält das für in Ordnung, wenn man einfach so eine Bedrohungssituation aufbaut, und dann hat Rebel dennoch eine große Fresse von wegen Timo hätte keine Eier, weil der nicht herauskommt, das ist doch wirklich extrem peinlich, aber das ist halt wirklich Grundschulniveau, was Rebel hier abgezogen hat. Timo, die Funk hat nicht die Eier, Alter, sich mir zu stellen. Timo macht sich wenigstens mit seinen Videos nicht so lächerlich, wie du Rebel mit diesem. Der Roland will die Bullen rufen, alles gut. Ja, mein Gott, bis die Bullen hier sind, Alter. Guck mal. Roland hat auch ein gutes Recht, die Polizei zu rufen, wenn der von so einem widerlichen Typen wie dir belästigt wird, der sich dann noch für den Allergrößten hält. Und an dem Punkt ist das Video von Rebel47TV zu Ende. Ich glaube, zu diesem unangenehm und peinlichen Video muss man einfach nichts mehr sagen. Zumindestens erachte ich meine Zuschauer noch fähig dazu, sich auf Grundlage des gezeigten Videos sich ein eigenes Bild der Lage zu erstellen. Bei so einem offensichtlichen Fall muss ich wirklich niemand an die Hand nehmen, um sich eine Meinung zu bilden. Bis die Tage, zum nächsten Video, euer Genosse Frank Wladimirowitsch Treiber.